Und damit endlich wieder willkommen zurück zu Minecraft. Ja, und der Flash, der ist wieder da. Und zwar denken Sie alle, warum? Wo warst du nur, Flash? Kein Minecraft mehr. Seit Wochen? Warum nur? Ja, ich kann nur sagen, dank meinem Internetanbieter hat sich das so rausgezögert, dass mein Internet vielleicht für eine Stunde ging. Und dann wieder nicht für ein paar Stunden und dann wieder doch. Und das war immer so, ja. Immer so zwischendurch. Und da dachte ich mir, alles klar, du hast keine Minecraft-Folgen mehr. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt stehe ich hier vor der Chicken-Fabrik, denn ich hatte gerade schon die erste Aufnahme gestartet und da hat es geleckt wie Sau. Ich dachte, Launcher vielleicht falsch eingestellt, weil Update war. Nee, passt nicht. Dann fliege ich mal rum. Und was war? Das ganze Ding war voller Eier. Beziehungsweise auch voller Hühner. Weil die nicht wegkamen. Denn hier unten haben wir ein kleines Problem. Der kriegt zu wenig rohes Hühnchen. Und rohes Hühnchen, wenig heißt für mich, ich kann keine Sandwiches mehr herstellen. Beziehungsweise ich habe ja natürlich schon massenweise Sandwiches hier drinne, die zum Speisen gedacht sind. Und zusätzlich war dann da oben der Tank noch voll. Aber ich habe es ganz schnell geklärt hier einfach mit dem Lava-Eimer. Und habe das dann wieder richtig geklärt hier. So. Das andere ist voll und am Start. Jetzt schaue ich mal kurz nach, was hier gebimmelt hat. Und dann weiß ich noch nicht. Also Plan steht, Gemüsetor erneuern, Biogasanlage, PC-Bioanlage und das Bienenhaus. Ja, Bienenhaus gibt es wieder Probleme. Da fehlen zwei Bienen. Können wir später entfliegen? Wir werden uns gleich um die Biogasanlage kümmern. Die sich eventuell mit diesem Zeug hier rauswirkt. 7000. Wir sind jetzt schon bei 19000. Das gleiche Oaks. Ja. Womöglich ist hier entweder eine Kiste voll. Oder. Oh. Apple Oak Pollen sind nice. Oh, hier haben wir ein Problem. Da ändert sich jetzt das Problem schlagartig. Sonst müsste eigentlich überall alles ready sein. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass wir die vielleicht. Ja, auf jeden Fall die da rein. Die Pullbein habe ich. Ah, ist das nice. Ja, dann nehmen wir uns hier ein paar von den Dingern und klatschen die da auf jeden Fall rein. Und mit den Dingern können wir auf jeden Fall arbeiten. Das heißt, wir schauen mal. Im Kommen können wir eine Archon Oak machen. Aber ich wollte hier so ein Silver Birch nehmen. Zum Lime. Das heißt, mal gucken, ob wir Silver Birch bekommen oder haben. Ist ja nur Birke. Aber sollten wir eigentlich haben. Dann machen wir uns ein paar Silver Limes, damit wir da rankommen. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Okay, müssen wir mal. Wir brauchen ja nachher die Cherries. Oh, hier flog wieder ein Schmetterling, den man wieder auch nicht auf der Karte sieht. Ich weiß auch nicht warum. Warte, ich wollte mal gucken, wurde hier alles geschnitten und so was. Cutting Machine scheint geklappt zu haben. Oh, hier ist auch alles drin. Ja, hier ist noch das Werkzeug, da ist der Windmesser etc. drin, aber dann können wir den EU wieder auch hier reinpacken. Geht. Nett. So, das Ding mit den Eiern müssen wir auch noch gucken und erklären, wie wir das beben können. Ich habe jetzt nur noch 155.000, das heißt, circa die Hälfte ist weg. Aber wir haben natürlich wieder massenweise Material, was erstmal verbraucht werden muss. Aber jetzt will ich erstmal gucken, ob wir Silver. Ne, haben wir nicht.
Flink hin. Ich weiß nicht warum, aber manchmal. Gut, dass es ein bisschen leckt, ist klar. Es sind auch sehr, sehr viele Maschinen, aber was da gerade war, war schon extrem an der Stelle. Man sieht es ja mal, es baut sich sehr langsam auf. Aber das soll uns nicht daran hindern. Jetzt müssen wir mal gucken. Kriegen wir das? Ne, das kriegen wir auf jeden Fall nicht montiert. Das heißt, wir müssen die Jungs auch noch ein bisschen da irgendwie hinkriegen. Jetzt habe ich den momentan hier. Okay, wir haben momentan sehr viele davon. Das heißt, vielleicht, eventuell. Ich habe beides reingepumpt. Nö, machen wir so. Ah, jetzt hat er, ja gut, jetzt hat er natürlich das hier noch. Aua. Aua, tschüss. Müssen wir das erstmal ein bisschen trennen hier. Oh, warte, die will ich mitnehmen. Das Zombie-Gehirn kann weg. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass er es die anbaut und sich hier ein bisschen damit auseinandersetzt. Eventuell, ja gut, auspumpen wird das eh nicht, da keine, kein Gebiet dafür existiert. Die Pollen habe ich noch. Aber wir haben schon einige Pollen hier, die sowieso verarbeitet werden können. Okay, Biogasanlage. Hier kommt das Holz, beziehungsweise das Bußwort. Was habe ich denn offen? Ich habe noch die Räume. Okay. Für die Biogasanlage brauchen wir. Haben wir ja. Wir haben ja das Biomasse, haben wir da drüben. Das ist ja, glaube ich, sogar voll unten alles, ne? Schau mal eben. Ich glaube, da ist sogar alles voll. Ja, hier ist alles voll. Der Tank könnte auch wieder nachgepumpt werden. Ab wann schaltet der denn ein, dass er hier Zuwachs kriegt? Voll ist er momentan noch. Ich schreibe mal kurz in die Anlage rein. Der will ja. Warum will der denn, dass er angeht? Problem gefunden wieder. Kommt das durch die? Gut, jetzt wird er kurz nochmal anschalten oder die einmal entleeren. Dann ist das auch wieder passend. Schaltet er sich vielleicht durch die ganzen Pipes da immer um? Aber ja, auch ein bisschen blöd, ne? Muss ich mal gucken. Beim nächsten Mal vielleicht sehe ich das. So. Ich sehe, dass die Bäume ein bisschen Bepflanzung bekommen haben. Ich wundere, dass ich jetzt erstmal daran gehe. Was mir gerade ein bisschen wichtig ist, dass ich da auch ein bisschen rankomme. Wie hießen denn die Dinger? Köfter, glaube ich. Köfter, ja. Also ich glaube, damit kommen wir erstmal ein bisschen aus. Und schauen wir mal, was wir für wunderbare Bäume bekommen haben. Hier ist nichts. Das braucht er immer ein bisschen. Da war auf jeden Fall genug dran. Da ist was. Was haben wir denn jetzt schon hier? Und Zitronen kommen. Oh, Zitronen sind bis hierhin durchgekommen. Ja, man muss auch sehr die Eigenschaften an der Bäume sich angucken. Was sie dann wirklich für eine Eigenschaft von dem anderen Baum bekommen haben. Manchmal lohnt es sich, die dann weiter anzubauen. Der wird bestimmt auch irgendwo stehen. Ich bräuchte eigentlich noch so ein
So eine Kiste irgendwo, wo ich die reinwerfen kann. Pullbein. Moment. Ich schmeiß mal eben hier ein paar rein. Mit Spurus. Doch, da ist was. Da, an der Stelle. Wie gesagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen auseinanderpflücken, damit sich so ein bisschen die Reihen ergeben dafür. So, da ist noch was. Wenn jetzt was drin ist, dann ist es ein bisschen blöd, das rauszuholen. Aber ich sehe schon, da oben ist auch wieder was. Da, mein Gott. Wenn man ein bisschen sich das anschaut, dann kommt ganz schnell was Neues dazu. Ich will ja immer ein paar Bäume, ich will ja die Baumzucht jetzt ein bisschen anregen, ganz viele Baumsorten haben, wo ich ein bisschen mitarbeiten kann. Ah, hier ist auch noch was. Was haben wir denn hier? Sugar Marble. Weiß ich gar nicht, habe ich die schon? Dann lege ich auf jeden Fall Sugar Marble, weiß ich nicht. Das muss ich mal gucken. Wo hätte ich die denn her? Hier ist Lerche, da ist Oak. Das ist Birke. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Ich glaube, Balsam 4. Okay. Manche Bäume. Oh, hallo, Schmetterling. Da irgendwas Oak-mäßiges, Zitronen-mäßiges, glaube ich. Ne? Da noch. Aber denn? Der Baum ist ja fast fertig. Muss man sagen. Oh, ich habe wieder keinen Platz. Schnell Platz schaffen. Ob es irgendwas noch da Neues zu gibt. Ja, den Balsam auf jeden Fall, den werde ich mir angucken. Und vielleicht auch ein paar Setzlinge mir davon holen, wenn das Holz gut aussieht. Wenn jetzt hier ein oder zwei Dinge abfallen, das ist gar nicht mal so schlimm. Das meiste wird an sich recycelt. Wenn es keine neuen Bäume sind. Aber wenn es neue Bäume sind, dann werden die natürlich versucht anzubauen. Wenn das, wie gesagt, wenn das Holz okay ist. Jetzt flitze ich noch einmal hier durch. Manchmal schnell übersieht man da was. Da. Tauchen nämlich auf einmal ein paar mehr Punkte auf, die man vorher nicht so gesehen hat. Da auch wieder einer. Ich glaube, Box ist wieder voll zum Inventar. Sugar Marble, Zitrone. Was ist das hier? Das ist Alder. Alder. Das ist der Balsam Fire. Das heißt, ja, Sugar Marble habe ich doch noch nicht. Alter, das ist die Ju. Hm. Nichtsdestotrotz, ich werde mir das jetzt angucken. Und eventuell auch anbauen. Dafür muss ich, glaube ich, da hinten wieder hinreisen. Guck mal eben.
Schokomarbel haben wir noch nicht, ich sehe gerade. Das so ist, aber ich würde sie gerne anbauen.